So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen bei Hannes in München, in der Münchner Edition. Wir wollen nämlich kurz Eistee testen zusammen mit Genaya, die ist nämlich auch hier. Und mit Hannes, mein Bruder, der ist auch da. Und um diesen Eistee geht es jetzt. Das ist heute eine ganz komische Edition, das werdet ihr schon sehen. Wir haben nämlich im Nahkauf gesehen, Trade Islands The Super Premium Iced Tea Kefil Brut. Brut and bottled using exclusively selected finest genuine tea leaves, also so Teeblätter. Das gibt's in verschiedenen Sorten: Melone, Lemon Lime, Mango Passion, Pomegranate. Dann gab es noch was? Ich glaube Iced Peach. Peach und Moment, was war die andere? Nach Peach? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das andere war. Alter. Das hat doch gerade schon Blueberry gesagt. Blueberry. 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 Und es gab aber irgendwie noch eine Mango-Maracuja. Nee, nicht Mango-Maracuja. Irgendwas, was mit Maracuja-Dingsbums. Also es gab eigentlich sogar drei Sorten, hätte gepasst. Waren aber ausverkauft, gab's nicht. Und wir wollen heute mal die fünf Sorten probieren. Das ist eine besondere, das ist nämlich Tee und Herbst. Minden-Lime-Iced-Tea. In guter der Fahrermanier machen wir jetzt hier immer so eine Flasche auf. Am Tisch ungefähr so. Zack. Hello. Werden dann mal einfüllen. Hätte man das schütteln müssen? Ich glaube schon. Ja, jetzt haben wir es nicht geschüttelt. Schenken trotzdem mal ein. In die räudigen Gläser. So. Beziehungsweise eigentlich wollte ich gar kein Glas. Ich schenke euch einfach ein, ich spare euch den Rest und ich saufe einfach das aus der Flasche, denn das ist Melon Trade Islands. Das ist Super Premium Iced Tea. Dann Prost. Das riecht wie Kaugummi. Also Wassermelone Geschmack, mal gucken, wie es euch schmeckt. Prost. Was spricht der Connoisseur? Jo. Irgendwie weiß ich nicht, ich habe da schon bessere Wassermelone. Was war Wassermelone, ne? Ja, Wassermelone. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Hannes, was ist dein erster Eindruck? Abgestanden. Ja, irgendwie schmeckt es ganz gut. Abgestanden, aber nach Melone schmeckt es. Ja, schon. Hey, ich hatte jetzt den Geschmack von dem Pfirsichkrümeltee einfach im Mund. Gerade so unten das, was ich... Wie wenn der Pfirsichkrümeltee sich abgesetzt hat und die Reste so zusammenfrisst. Irgendwie hat mich das jetzt genau an Pfirsichkrümeltee erinnert. Also ist jetzt nicht so der Hit, sagst du? Nee, nicht unbedingt. Ne. Gibt's Besseres, ne? Ja. Abgestanden, aber... Abgestanden. Würdest du es nochmal kaufen? Nee. Das ist deine neue Lieblingssorte, ja? Nein. Gut. Das da ist haben wir das, ja... Kanalapfel. Da haben wir ja alles richtig gemacht mit Trade Islands und kommen direkt mal zu Lemon Lime. Also Limone und Kleister in guter Schütteln. Oh. Hey, guck mal, da hat sich gar nichts abgesetzt. Also wir müssen es gar nicht schütteln. Okay. Wir schütteln es aber trotzdem mal und machen in Fahrermanier natürlich am Tisch auf. Jawohl. Und dann machen wir diesen hier. Genauso aus wie. Ja, ist schwer einzuschätzen mit der Füllmenge so. Da ist nämlich hier noch so und dann noch hier. Jetzt sieht das fast gleich aus. Trade Islands Lemon Lime. Wir machen dieses Video extra, damit ihr seht, dass wir nicht nur Biertastings können, sondern auch gestandene Eisteetrinker sind. Prost! Prost! Jenna macht schon wieder Faxen unterm Tisch, wie ich sehe. Prost! So. Lemon Lime schmeckt nach Zitrone. Ja. Was für. Also, es schmeckt ganz gut. Fandest du besser? Es riecht nur seltsamer. Also, ich war. Es riecht halt voll nach Zitrone, das Zeug, aber. Ich habe nicht dran gerochen. Aber abgestanden schmeckt es trotzdem. Abgestandene Zitrone. Hier, riech mal. Ich riech nur das Glas. So wie das Glas vorher gerochen hat, riecht es jetzt auch. Der Eistee hat den Geruch des Glases angenommen. Also dir schmeckt es besser als Melone, ich muss auch ehrlich sagen. Ja. Da mir das erste nach Pfirsich geschmeckt hat, das zweite nach Limone, finde ich, das schmeckt eher nach einem schönen Zitroneneistee. Den könnte ich eher trinken als das.
Für mich ist Wassermelone sowieso keine Sorte, die man unbedingt braucht oder die man nachmachen sollte in irgendwelchen Getränken, weil die immer künstlich ist. Ja. Obwohl du bist ja der... Ich mag Melone Monster, eigentlich schon oder was ist das? Monster, ja. Monster, Watermelon, aber in der Zerro-Variante ist ja der Hannes ganz... Guck doch mal den Gesichtsausdruck an. Ist der Hannes immer mit dabei. So, Mango. Wir machen erstmal Pomegranate, weil Mango ist bestimmt fett. Pomegranate, was ist das eigentlich? Warum da ist Schmand drin? Guck. Jetzt ist der Schmand weg, also war gut, dass wir es geschüttelt haben. So, der Fahrer moves. Warte mal, muss hier rüber, die Seite ist schon abgewickelt. So. Hä? Ach so, hier ist ja, hier haben wir hier Teppich. Kein Wunder, dass man das nicht hört, wenn das aufkommt. Ein Teppich. Oh, schöne Farbe. Mhm, stimmt. Ein Teppich. Ein Glas Rotwein für die Dame und den Herrn. Komm mir vor hier, wie im, sieht eher aus wie im Rosé. Wie im Restaurant. Ein dunkler Rosé. Ein abgestandener Rosé. Dread Islands Iced Tea. Ja, riecht nach Granatapfel. Pomegranate. Ach so, Prost übrigens. Prost. Prost, Prost. Und jetzt mal gucken. Der schmeckt nicht abgestanden, das schmeckt sogar gut. Das wäre bis jetzt mein Favorit, der Granatapfel. Meiner auch, kann ich gleich sagen. Ich bin nämlich sowieso nicht so der Zitronenfreund. Wenn ich die Wahl zwischen Zitrone und Pfirsich habe, nehme ich immer Pfirsich. Und das schmeckt halt wie ein typischer Eistee, aber das schmeckt wie ein besserer Eistee, der nicht typisch ist, weil die meisten sowieso immer nur Pfirsich und Zitrone machen, aber Pomegranate, Granatapfel passt richtig gut als Eisteesorte. Definitiv, so. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Dann, nicht schlagen, schnackeln, gleich mal gucken hier, Mango Passionsfrucht. Was ist eine Passionsfrucht, du als Koch? Passionsfrucht ist... Wir lassen dir kurz noch Zeit zu denken. Du, was ist eine Passionsfrucht, du als so. Früchtchen? Das ist so eine exotische, glaube ich. Eine so eine kleine, glaube ich. Ne? Ja, wo du die Kerne auch rausnehmen kannst. Hat nichts mit Maracuja zu tun. Da muss ich... Maracuja ist... Wer mal im Stream würde ich jetzt googeln. Und dann steht da, das ist der Bruder von der Maracuja oder so. Ich kann ja schon mal schütteln. Ja, da hat sich nichts abgesetzt. So. Aber, das sieht doch aber aus wie eine Maracuja, was da drauf ist. Oder nicht? Sieht nicht so eine Maracuja aus, so. Hannes, halt richtig hier. Ja, aber Maracuja hat kleinere Kerne. Kerne. Es kommt noch nicht auf den inneren Kern an, sondern nur wie groß die Mango ist, die dabei ist. So, wir servieren den nächsten Wein. Ach, was ich nicht wusste, das sind weinhaltige, aromatisierte Cocktails. Und wir trinken uns jetzt ordentlich einen an. Das ist gar kein Eistee. Also, Mango Passion. Und wenn ihr sagt, dass Maracuja auch Passionsfrucht genannt wird und mir zustimmt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Nachher werde ich auf jeden Fall noch googeln. Prost! 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 Passionsfrucht. Schmeckt auf jeden Fall nach Mango. Ja, definitiv. Aber Hannes hat schon das Gesicht gezogen gehabt gleich. Oh, der Nachgeschmack ist ja. Na, der ist ekelhaft. Du warst begeistert vom Granatapfel und hier würdest du jetzt sagen, nachdem du eben meintest, das war das Beste, ist das jetzt das Schlechteste? Ja. Ja? Das ist sogar echt das Schlechteste. Da ist Melone noch besser. Ey. Die beiden ersten waren zwar leicht abgestanden, aber die hatten nicht so diesen Nachgeschmack irgendwie. No, abgestanden, aber immer noch gut. Ich hab da wieder so ein bisschen seifige Note bei der Mango dabei. Weiß nicht, wo die herkommt. Und deswegen, ja, stellen wir die mal ganz hinter. Das ist nämlich das Ranking-System, so ungefähr. Kann man leicht erkennen. Das ist hier jetzt das Schlechteste, dann geht's hier vor, dann hier rüber, dann bis ganz da vorne. Und wo der Herbst sich ansammelt, weil wir eigentlich müsste jetzt erstmal Frühling kommen. Dread Islands, das Super Premium, Tee und Herbst, Mintenlime. Schon wieder Limette, aber mit Minz, Eistee. Außerdem haben wir hinten gar nicht gelesen.
Bei allen Flaschen steht nämlich drauf, aus echtem Ceylon-Tee frisch gebrüht. Durch den schonenden Brühvorgang bleiben das volle Teearoma und der volle Teegeschmack erhalten. Wirkt erfrischend und belebend. Abgestanden. Ja, abgestanden. Yeah. Also frisch und belebend. Jetzt machen wir wieder auf der Fahrer. So, warte mal. Wir machen auf. Oh yeah. Und dann machen wir auf der Fahrer. So. Das ist doch super. Das heißt, ihr braucht nie wieder ein Feuerzeug oder einen Öffner, weil ihr einfach überall einen Tisch mitnehmt und das an der Kante aufmacht. Genau. Ist auch viel handlicher, habe ich gehört. Ja, genau. Ja, mal kurz die Nase juckt. Wer braucht auch ein Feuerzeug? Einen Tisch mitzuschleppen, das macht doch viel mehr Sinn. Ich glaube, das Gute ist, dass bei so einer kleinen Flasche, die liegt halt auch noch mal besser in der Hand und die kannst du halt dann trotzdem noch mal besser öffnen. Das ist wirklich Tee. Ja, dann Prost. Hast du richtig hinten im Nasen. Prost. 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 Tee und Herbst. Ja, gut. Guckt mal, wo der steht, ne? Ja, im Nachgeschmack, im Nachhinein. Bis hier vorne steht der wunderbar. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Ist was anderes. Das ist was anderes auf jeden Fall. Also von den ganzen Sorten würde ich das als Erfrischungsgetränk wahrscheinlich sogar vorziehen. Ja. Das schön gekühlt im Sommer machst du dir auf, schüttest du dir rein. Das ist erfrischend, das ist minzig, kräuterlich. Gab ja auch mal von 4Bro so eine Dose Chillmint. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Chillmint von 4Bro. Ja, ich glaub, es gab 4Bro Energy in der Dose und es gab Chillmint. Und Chillmint hat auch so einen Geschmack und das schmeckt doch irgendwie wie dieses Mentos Spearmint. Weil es gibt ja das normale Mentos Mint, was dieses blaue, was richtig scharf ist. Und das Spearmint, das grüne. Das hat so einen Geschmack wie das grüne Spearmint Mentos. Und so hat das 4Bro Dings Mint geschmeckt und das finde ich gut. Also das wäre mein Favorit. Leider fehlen noch 3 Sorten. Bist du jetzt damit einverstanden? So. Du tust deine Pommesgranate noch davor sitzen. Gut. Hannes ist der Pommes. 1, 2 und dann. Der Pommes Granadier. Jenna. Also ich bin auch mehr für die Herbs, also für den Herbst. So ein bisschen. Also schieben wir es wieder ein Stück zurück und setzen die auf gleiche Stufe. Genau. Hannes schafft es nicht alleine mit seiner Stimme uns zu übertrumpfen und deswegen. Ach komm, wir setzen es doch wieder dahin. So, das ist auch gesammelt. Ihr seht, wir tun auch nicht Hannes seine Wohnung verstopfen. Wir sammeln alles. Und die legt man heute unter das Kopfkissen, wenn die Zahnfee kommt. Ansonsten danke fürs Dabeisein. So, da geht die Sonne auf. Hallo Hannes. Ja, servus. Ja, so. Habt ihr auch den schon mal probiert von Trade Islands? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder wenn ihr die 3 anderen Sorten kennt und die Sorten, schreibt mal, ob die anderen noch besser waren. Ja, kommt leider vom Vertreter, deswegen wussten die auch nicht, wann die das wieder kriegen und ob der nochmal auffüllt. Ist also nicht normal im Sortiment. Haben wir nämlich aus dem Nahkauf, was sowas ist wie Edeka. Sonst war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Wie heißt die? Das ist Nala. Das ist Simba, Nala. Ne? Ja, das ist Simba und Nala. Ach, Halak? Nala. Peace out, Vorhaut, euer Simba. Nehmen wir halt ihn, fertig. Der freut sich nämlich auch.